Herzlich willkommen und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich packe für euch heute einmal das LG L5 aus. Schauen wir uns erst einmal die Verpackung ein bisschen näher an. Ja, hier auf der Vorderseite unser Smartphone. Auf der linken Seite nochmal ein paar Barcodes. Auf der rechten Seite ein paar kleine technische Daten über das Smartphone. Zum Beispiel Android 4.0. Wir haben einen Prozessor mit 800 MHz, einen 1500 mAh Akku, eine 5 Megapixel Kamera. Es ist sehr dünn und hat ein 4 Zoll großes TFT LCD Display. Auf der oberen Seite nochmal LG Logo, dasselbe auf der unteren Seite. Und auf der Rückseite befindet sich auch nochmal das Smartphone, also nochmal abgebildet, aber diesmal die Rückseite und hier nochmal ein paar technische Daten, sowie hier nochmal eine Zertifizierung. Und ja, packen wir das Ganze einfach mal aus. Und vorher ganz kurz noch, hier haben wir nochmal die richtige Produktnummer, und zwar LG E610. So, smart in jeder Hinsicht. Hier haben wir nämlich auch nochmal kurz ein paar technische Daten. Dieses Smartphone hat NFC für die Datenübertragung. So, schauen wir uns erst einmal das Smartphone an. Liegt wunderbar in der Hand. Ja, wir haben eine Schutzfolie drauf, also wunderbar geschützt. Auch hier auf der Rückseite haben wir nochmal eine Folie und eine kurze Anleitung. Und ja, das Handy legen wir erstmal beiseite. Dann haben wir hier noch ein NFC LG Tag. Für was das genau gut ist, das weiß ich jetzt gerade nicht. Deswegen schauen wir mal hier in die mitgelieferte Bedienungsanleitung oder Hilfe. Und hier steht, bringen Sie das Tag an, wo Sie wollen, und halten Sie das Telefon einfach davor und Ihr Smartphone wird von ganz alleine sofort optimiert. Weitere Informationen im Benutzerhandbuch. Also es hat dann irgendwas mit der Optimierung zu tun. Das Ganze kann man sich dann später nochmal näher anschauen. Aber wir packen das Ganze erstmal aus. So, was haben wir hier noch Schönes? Einmal eine kurze, eine Kurzanleitung, also ein Quick Start Guide. Eben das ganz normale mit einer Garantie. Dann haben wir hier auch nochmal so eine Art Quick Start Guide. In verschiedenen Sprachen. Und ja, so, mal schauen, ob es hier auch irgendwo Deutsch gibt. Mal schauen. Ah ja, hier ein Hinweis zur Android Benutzeroberfläche, zum Betriebssystem, zum Einrichten des Kontos ist das hier gedacht. Das legen wir auch mal beiseite. Dann haben wir noch ein Headset. Upsala, das kann ich auch noch mal auspacken. So. Das ist aus Plastik. Oder, ja, Plastik, kann man schon sagen. Man kann nichts drüber machen, also keine Gummierung oder sowas. Und ja, es ist in Ordnung. Dann haben wir hier noch so ein kleines Teil, wo man die Gespräche annehmen kann, sowie auflegen kann mit einem kleinen Mikrofon. Das sieht man jetzt leider nicht so gut. So. Und ja, hier den 3,5 mm Klinken. Anschluss. So, als nächstes haben wir ein USB-Datenkabel.
ganz gewöhnlich mit Micro-USB zu USB zum Datenaustausch und zum Laden. Dann haben wir unseren Akku mit 1500 mAh. So, und zum Schluss haben wir noch einen Reiseadapter für unsere Region. Und ja, hier kann man dann das USB-Kabel anschließen und dann an die Steckdose machen. Und ich zeige jetzt nochmal alles zusammen. So, einmal hier unsere Verpackung, dann unser USB-Datenkabel. Wir haben ein 1500 mAh Akku, ein Adapter, ein Quick-Start-Guide, wir haben unser LG L5, wir haben ein Headset und wir haben ein LG Tag. Okay, das war's auch wieder schon. Bis zum nächsten Mal, euer Society Technik Team.